so nah wie hier in diesem extrem hochgepegelten Beginn von Michael Reutenbachs Bruchstücke kommen in der wirklichen Welt nur die beteiligten Musiker. Es ist ein heimliches Spiel an der Grenze des Wahrnehmbaren, aber die große Präzision der Spielanweisungen, die die ganze Konzentration der Spieler fordern, kommuniziert einen gewichtigen Ernst, der die Aufmerksamkeit schärft und fokussiert. Hier wird ein Raum, der Hörraum, belegt und gleichzeitig freigelassen. Der Begriff der Musik wird bis an seine Belastungsgrenzen hinterfragt. Selbst der Titel Bruchstücke stellt mittels mehrerer Parenthesen in Frage, ob sich die Bruchstücke denn zum Stück fügen. Michael Reutenbach, Bruchstücke von 1999. Ist die Leisheit in den Eingangstakten ein Stilmittel oder eher das Vorenthalten eines die Wahrnehmbarkeit fördernden Bindemittels? Hier noch ein paar Bruchstücke, diesmal im Bereich der Hörbarkeit. Also die Interpretation, was man unter einem Musikstück versteht, da gibt es eine sehr weite Bandbreite. Und dass Komponist A das vielleicht so versteht und ich dann wieder anders, das darf eigentlich nicht verwundern. Was ich unter einem Stück verstehe, manchmal sind das ganz banale Erlebnisse oder Eindrücke von irgendwelchen Ereignissen. Und dann ist dann nicht dieser Impuls da so, daraus mache ich jetzt ein Stück. Aber das sind dann Dinge, die mich beschäftigen. Und in so einem Prozess der Beschäftigung entsteht bei mir dann irgendwann auch die Fragestellung, was resultiert daraus an musikalisch autonomen Fragestellungen. Und vielleicht dann, wenn so ein Stück fertig ist und es braucht dann wieder einen Titel, dann macht es vielleicht dann wieder den Gang raus aus der Musik selber. Und daran, an dem absichtsvollen Verfehlen von dominanter Thematik, dem Abgleiten in musikalische Sprachlosigkeit, hängt wie eine Frucht an einem verdorrten Ast eine dann doch vorwiegend auditiv wahrzunehmende Aktion in der Zeit, eine Musik, die sich durch einen letzten Rest ihrer Möglichkeiten ans Freie windet, die sich selbst befragt und sich selbst ein Wunder ist. Ich kann vielleicht mal besser sagen, was mich nicht interessiert. Mich interessiert nicht mein Gefühlsleben, was ich finde, was für die Außenwelt von keinerlei Interesse ist. Das interessiert mich gar nicht. Ich will mich nicht mit Musik ausdrücken oder sowas. Ich glaube, das interessiert auch keinen. Abwesend bleibt somit auch jegliches auf Zustimmung hoffende Statement, das Narrativ, eine verbindliche, auf kultureller Vereinbarung basierende Sprachlichkeit, kurz Ausdruck. Aber derartiges ungewohnt und weil jeder Hörer oder Betrachter das Bekannte im Kunstwerk aufzufinden versucht,
möchte man in manchen Passagen doch Musiksprachähnliches erkennen. Zum Beispiel in Zählergesang von 1997, das sich auf eine nächtliche Meditation vorm Elektrozähler in der gleichnamigen Kurzgeschichte von Arno Schmidt bezieht. Die Andeutung all der versteckten, unterschwelligen und nicht identifizierbaren Geräusche, die alles Mögliche sein könnten, Nähe, Ferne, fremde Welten, bilden ein System von unklaren Wahrnehmungen und Spekulationen, perfekt als Sprungbrett für Reudenbachs Musik, die dann aber das Bild verlässt und sich in den freien Fall begibt. Die große Frage ist stets, gibt es ein System? Woran kann man sich halten? Reudenbach bediene sich, wie in Raoul Möhrchens Booklet-Text zur Doppel-CD Szenen Standbilder zu lesen, die 2014 erschienen, ihm eine unerwartete Aufmerksamkeit und wirkliche Hochachtung verschafft hat, gewisser außermusikalischer und in der Musik selbst schwer aufzufindender Strukturen wie der Fibonacci-Reihe, DNA-Sequenzen und Primzahlreihen oder auch Akkordtabellen. Naturgegebene Strukturen, die, für sich betrachtet, nur ein interesseloses Wohlgefallen erregen, schaffen durch ihre Ewig- und Unabweisbarkeit eine stabile Grundlage, wie zum Beispiel in dieser Verlangsamung des Zählergesangs. Genau, also es gibt schon auch immer quasi so eine Art Formelkatalog, wenn ich das mal sagen darf. Aber im Prinzip ist es zu Beginn der Arbeit auch so eine Art Geländer, ne? Eine Art Leitplanke. Ja? Und dann aber im Schreiben werden die dann im Prinzip immer mehr übersprungen. Ob das irgendwelche mathematischen Reihen sind oder irgendwas anderes, das ist im Prinzip dann relativ beliebig. Ne? Ja. Um überhaupt eine Art Fasslichkeit, Hörbarkeit vorzubereiten. Aber Hörbarkeit, die vornehmliche Eigenschaft aller Musik, möchte man meinen,
Das Angebot, das als Conditio sine qua non gilt, steht in Reudenbachs Werk durchaus in Frage. Eine Partituranweisung in seinem Streichquartett mit dem Titel Und Aber lautet: Die Realisation des Notentextes findet im dynamischen Grenzbereich zwischen drei- oder vierfachem Pianissimo und unhörbar statt. Wohlgemerkt ist hier nicht von Stille und endlosen Pausen die Rede, sondern von musikalischen Aktionen, die sich der Wahrnehmung zu entziehen drohen. Dabei ist Leisheit vielleicht das skandalöseste Ereignis in Reudenbachs Musik, weil sie eine Grundbedingung von Musikgenuss angreift. Aber eigentlich ist sie nur der Vorreiter aller anderen Infragestellungen. Die Leisheit der Musik, um es mal so zu sagen, das ist ja nicht ein Verdecken oder ein Verstecken von Strukturen. Also ich mache ein Stück nicht leise, etwas quasi unter die Bettdecke zu legen, damit es nicht sichtbar ist. Ich glaube vielmehr, für mich hat diese Leisheit ja eine ganz andere Bedeutung. Oder sagen wir mal, in dem Moment, wo ich auf diesen Zug aufspringe, dann eröffnen sich ja auch wieder ganz andere Hörräume, und die ja hier in unserer Krachwelt offensichtlich auch gar nicht da sind. Wo ich überhaupt keine Möglichkeit habe, da meine Ohren reinzuhängen und das wahrzunehmen, weil es ja alles völlig überdeckt wird. Leisheit ist unter anderem die Folge von Abkehr oder Zusammenbruch, rudimentärer Rest von etwas, das seine Klarheit eingebüßt hat. Wie ein Traum, von dem man nach dem Aufwachen nur noch wenig, dann gar nichts mehr erinnert. Wie ein stark überbelichtetes Foto, das nur vage Konturen ahnen lässt. Aber auch Tonhöhen, Formen, Musik als Sprache, die Abfolge von Aktionen, alles stellt Reudenbach in Frage. Und dies hören zu lernen, oder nein, zu entdecken, dass man es erkennen kann, ist die Sensation in Reudenbachs Musik. Die erwähnte Doppel-CD hat begeisterte, geradezu erregte Zustimmung hervorgerufen. Denn eine Kunst, die jegliche Dienstleistung verweigert, wie Klangschönheit zu schaffen oder Sinn oder Gemeinschaft, sie befreit auch den Betrachter und Hörer. Endlich schafft es einer, loszukommen von all dem Auftrumpfen von Behauptung, Ausdrucksmacht, Kunstfertigkeit. Endlich ist da ein Komponist, dem es peinlich wäre, mit seiner Musik zu überwältigen. Leisheit ist weder Anfang noch Ende, sondern steht, wie alle anderen Eigenschaften, in dieser Musik zur Disposition. Auch der Titel seines Streichquartetts von 2004 selbst, Und Aber, den man übersetzen könnte als Hinzufügung von Einwand oder schwankende Vorzeichen, verweigert jede Gewissheit, tut dies aber ironischerweise in höchst akribischer Ausführung. Hier der Anfang aus einer Aufnahme mit dem Pellegrini-Quartett. Thank you.
Auf der CD-Hülle ist vermerkt, die Musik solle möglichst leise gespielt werden, um dem Konzerteindruck nahezukommen. Dieses Stück hat nur diese eine laute Stelle, die Reudenbach getost gesplittert nennt. Sie kehrt nicht wieder. Worte einer fremden Sprache oder Symbole in einem Zahlenrätsel können nicht ergründet werden, wenn sie nicht wiederholt werden. Und die Lust auf Sonatensatzdramaturgie lässt Reudenbach unbefriedigt. Dieser heftige Anfang, der ist ganz, also wenn ich mich noch richtig erinnere, ganz zum Schluss entstanden. Der war zuerst überhaupt nicht da. Der erschien mir mehr oder weniger aus dramaturgischen Gründen für das Stück von wichtiger Bedeutung zu sein. Die Idee war dann gar nicht so diese Skepsis oder der Zweifel, oder den man dann vielleicht in diesem dramaturgischen Prozess heraushören könnte, sondern es war mehr oder weniger das Schüren von einer Erwartungshaltung, die dann im Prinzip das Stück nicht einlöst und dadurch auch eine bestimmte Hörhaltung, glaube ich, oder vermute ich zumindest, oder hoffe es auch, zumindest eine Hörhaltung herausfordert. Weil ja vielleicht so drin steckt, na, wann kommt es denn jetzt wieder? Diese Anfangsgeste, ja. Und um vielleicht so etwas überhaupt zu erzeugen, muss diese Geste auch sehr charakteristisch sein, aber auch kann auch so ein bisschen mit Aplomb daherkommen, ja. Vielleicht mag das jetzt enttäuschend sein, aber das sind so ein paar Zaubertricks. Ich finde das ja immer sehr interessant, wenn Zauberer einem Tricks erklären und dann ist man immer ganz enttäuscht, wie banal das manchmal ist, ja. Und aber dauert 16 Minuten und bleibt von zwei spitzen Flageolett-Tönen abgesehen leise. Aber was zugegebenermaßen im Medium Radio für manche Hörer, je nach Umstand, ein Problem darstellt, bleibt bei Reudenbach nicht ohne Substanz. Sozusagen mit dem Rücken zum Publikum, wie tief über das Instrument gebeugt, finden präzis gestaltete Klang- bzw. Saitenspiele statt, bei denen ausführliche Anweisungen umgesetzt werden wie: Die Akkorde sollen in sich verdreht klingen, das heißt, anzustreben ist eine Intonation, in der zufällig einzelne Töne ein wenig zu hoch oder zu tief ausfallen. Darüber hinaus sind im überhastet schnellen Tempo die Mehrseitenarpeggien möglichst asynchron verwackelt auszuführen. Dreitonakkorde, die nur am Griffbrett gestrichen werden können, wo die Wölbung der Bespannung durch geschickt gewählte Griffposition überwunden werden kann, lange Glissandi durch komplizierte Rhythmusmuster koordiniert und andere Herausforderungen fokussieren Hörer und Spieler auf musikalische Momente großer Heimlichkeit. Das klingt für die Spieler dann, hochgepegelt, so.
Das Stück will der klassischen Besetzung Streichquartett nicht gemäß sein. Die klassische Konzertsituation wird konterkariert, weil das Hören nicht gut funktioniert. Und auch der Konzertraum steht derart arm an Klang wie nackt da. Ist das ein Akt des Widerstands? Ist nicht sehr viel neue Musik, seit sie als Kunst gilt, aus Widerstand geschrieben worden? Die Harschheit Beethovens, die schiefen, übereinander geschobenen Melodien bei Mahler, die Abschaffung der Tonalität? Oder soll ein spirituelles Erlebnis einer Gemeinde initiiert werden? Wahrscheinlich nicht. Sagen wir mal so, was jeder in diese Musik reinhört, aber das würde ich jetzt mal ganz allgemein sagen, ne? Ob bei welchem Komponisten auch immer, das mag ich nicht vorschreiben als Komponist. Und wie dann jeder mit umgeht, das soll jeder für sich selber beantworten, ne? Genauso gut, wie ich wahrscheinlich eine Sichtweise auf die Musik habe und dann immer ganz erstaunt feststelle, wenn dann andere Menschen darüber reden, dann lerne ich immer wieder selbst sehr viel, ne? Erfahre ich auf einmal Dinge, die mir beim Komponieren eigentlich gar nicht von Bedeutung waren, nicht wichtig waren. Aber dagegen kann ich mich ja nicht wehren oder will ich auch gar nicht. Das ist wirklich ein ganz offener Raum. Ich empfinde es als Tugend, eine wirkliche Autonomie zu pflegen, nur ganz der Sache und sich selbst verpflichtet zu sein und unabhängig von Aufträgen einen geistigen Dienst zu leisten, nämlich ein Beispiel für Autonomie zu setzen. Ich kenne mein Publikum nicht. Und insofern kann ich das Publikum auch beim Komponieren nicht berücksichtigen. Das Einzige, was ich vielleicht beim Komponieren bedenken kann, ist, dass ich die Information habe, naja, die Uraufführung soll in dem und dem Raum sein. Dann kann ich, wenn ich das mag, kann ich diesen Raum mitdenken. Ja? Aber die Leute, die dann in diesen Raum zum Konzert kommen, die kann ich nicht mitdenken, weil ich kenne sie nicht. Ich kenne ihre Biografie nicht. Ich weiß nicht, mit was für einer Hörerwartung, Hörhaltung sie da hinkommen. Was völlig Abstraktes und mir Unbekanntes. Und insofern spielt das wirklich beim Komponieren auch absolut keine Rolle. Man mag das dann vielleicht als autistisch bezeichnen, dass ich also quasi den Hörer nicht mitdenke, aber in meinem Verständnis ist er per se nicht mitzudenken. Also es ist mir unmöglich, das zu denken. Das heißt ja auch, den Hörer wirklich ernst zu nehmen. Nicht ihm irgendwie entgegen zu komponieren und ihm irgendwas Hübsches vorzulegen, damit er schön klatschen kann, sondern genau darüber nicht nachzudenken und ihm so ebenfalls Autonomie zu ermöglichen. Über Michael Reudenbachs Biografie ist nicht allzu viel zu sagen. Er wurde 1956 in Aachen geboren, hat in Köln und Paris studiert, auch Kurse bei Matthias Sparlinger und Helmut Lachenmann belegt. Er lebt immer noch in Aachen und unterrichtet unter anderem Musiktheorie an der Musikhochschule in Karlsruhe. Und er leitet in Aachen neben einem Chor und einem Ensemble-Musikprojekt für neue Musik das Auris-Ensemble für alte Musik und historische Aufführungspraxis. Was ist passiert, dass er Komponist wurde? Es gibt schon tatsächlich ein Urerlebnis, an dem ich weiß nicht, 12, 13 Jahre war ich alt, per Zufall im Radio den zweiten Satz aus den Klaviervariationen von Anton Webern gehört habe. Und das hat mich echt wirklich elektrisiert. Sowas hatte ich vorher nie gehört. Und da habe ich ganz große Ohren bekommen. Und dann ging so die Reise los. Das war wirklich ein Startimpuls, das Stück.
ich weiß nicht, von wem dieser Spruch war, ich kann das mal nur so annähernd zitieren, das, was ich denke, das fühle ich und was ich fühle, das denke ich. Natürlich kann ich alles das, was Biografie heißt und das, was Außenwelt heißt und so, kann ich ja nicht von meinem Denken lostrennen. Und insofern hat das Komponieren auch immer etwas mit dem Ausdruck zu tun. Ja, aber es ist jetzt nicht ein Ausdruck im Sinne von, dass ich mir jetzt was vornehme, so das und das muss ich jetzt ausdrücken in Musik. Dazu, glaube ich, taugt die Musik nicht. Oder vielleicht ist es genau das, was ja Arno Schmidt dann an der Musik so bewunderte, dass sie eben so schön abstrakt sein kann. Ne? Ja. Da das Auffallendste an Reudenbachs Musik die Tendenz zur Ausdünnung und zum Verzicht ist, haben sich in Beschreibungen zwei Worte etabliert: Zweifel und Skepsis. Das kommt mir mittlerweile als Abwehr vor. Ihm wird diese Plakette angeheftet, der Zweifelkomponist. Zweifel wird seinem Werk unterstellt, als wäre das eine Art von Religion, Ideologie oder Grundbedingung. Aber das basiert auf einer vermeintlichen kulturellen Vereinbarung über den Inhalt musikalischer Signale. So wie der Tristan-Akkord schmerzliche Liebe signalisiert und den Hörern diesen besonderen Stich gibt, der ihnen die Kehle zuschnürt, so wird Verstummen, Reduktion, Auslassung als Zweifel identifiziert. Und wo es bei einigen neueren Stücken etwas lebhafter zugeht, wird gleich eine Bewegung zu gegenständlicherem Komponieren, also einer vertrauteren Musiksprache vermutet, wie bei Ato von 2008. Also ich bin mit dem Wort des Zweifels auch nicht so glücklich. Ich selber erlebe mich auch nicht als Zweifler. Aber die Selbstwahrnehmung ist ja immer was anderes, als was andere Menschen von einem wahrnehmen. Ich erlebe auch diesen Zweifel nicht so. Etwas kritisch befragen in einem absolut positiven, wenn ich das mal sage, in einem positiven, das hört sich ein bisschen paradox an, das finde ich, hat nichts mit Zweifel zu tun, sondern es ist vielleicht die richtige Frage zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Auch so ein lärmendes Stück wie Ato zieht sich später in sich zurück. Trotzdem scheint es notwendig, die Bedeutung des Verlaufs eines Stückes in Frage zu stellen, da dieser eventuell das falsche Signal einer konventionellen Dramaturgie oder Sprachlichkeit aussendet. Oder man als Hörer einfach erwartet, eine Dramaturgie vorzufinden und das, was man hört, dafür zu halten. Da sind wir aber auch wieder am Anfang unseres Gesprächs, nämlich bei der Frage, was ein Stück ist. Ich weiß auch manchmal gar nicht, wie die Stücke anfangen. Oft habe ich mehr die Enden als erstes. Auf der anderen Seite wäre dann auch wieder die Frage zu stellen, wie könnte ich überhaupt einen Schluss komponieren? Wie kommt eine Musik zu Ende? Wie fängt sie an? Und insofern ist jetzt die Frage, was das Stück ist. Hat es also einen klaren Anfang, hat es ein klares Ende? Dann würde man es ja wahrscheinlich als Stück bezeichnen. Aber wenn mir das zum Beispiel selber auch nicht so ganz klar ist, was denn vielleicht der Anfang wäre, oder ich nicht in die Möglichkeit habe, überhaupt einen Schlussstrich zu schreiben, dann ist natürlich der Rahmen auch völlig offen. Und ich muss dann auch immer wieder zurücktreten quasi von dem Objekt, um zu sehen, um eine Gesamtsicht zu bekommen. Und diese Gesamtsicht, die ist natürlich schon, mir ist dann schon wichtig, was folgt auf was, wie verhalten sich die Teile zueinander und so weiter.
Aber das, glaube ich, sollte man nicht verwechseln mit dem, das, was dann nachher vielleicht ein Hörer daraus rezipiert und ob er daraus den Rückschluss ziehen kann, dass das ein ganzes Stück ist. Für mich selber als Komponist ist so eine Dramaturgie und sowas schon von Bedeutung. Vielleicht sollte man die Musik genau deswegen als Stück hören, nicht als Klangbeispiel. Reudenbachs Musik gibt zwar in den Details einiges von sich preis, insbesondere die Tendenz des Rückzugs von heldenhaften Klangpostulaten, des Weglassens, des Zweifels eben, aber dann erkennt man nicht, wo sie sich findet, wo sie sich aussingt. Und ich denke, sie singt sich aus im Spannungsfeld zwischen Statement und dem Verweilen im Unscharfen. Trio, Studie für Klavier, Violine und Violoncello von 2007, bewegt sich sowohl dynamisch als auch im Tempo in gemäßigten Zonen und bei übersichtlicher Instrumentierung ermöglicht es vielleicht mehr als andere einen besonders intensiven Nachvollzug aller klanglichen Erscheinungen und Veränderungen. Das Trio ist im Zuge für ein Carte Blanche-Konzert entstanden bei der Münchner Biennale und die Anfrage war, neben einer Uraufführung von meiner Musik ein Konzertprogramm zu konzipieren. Und dann habe ich mir im Nebel von Leos Janacek diesen Klavierzyklus, der war für mich gesetzt. Dann hatte ich noch von Matthias Spalninger Adieu Mamour für Violine und Violoncello. Und da war eigentlich diese klassische Klaviertrio-Besetzung schon gesetzt. Habe ich mir von Robert Schumann die 6 Kanons, die Schumann für Pedalflügel komponiert hat und die ein Freund von ihm für Klaviertrio umgeschrieben hat. Das war das Programm und dann habe ich dazu, weil mich das damals interessiert hat, eben diese Auseinandersetzung mit so einer klassischen Besetzung, das Klaviertrio. Wobei mein Stück ja nicht Klaviertrio, sondern es heißt ja Studie für Klavier und Violine und Violoncello. Also das Klavier spielt da schon die wichtigere Rolle, zumindest in der ganzen ersten Passage. Ja. Eine klassische Besetzung erlaubt es jedenfalls, in klassische Programme integriert zu werden. Der Ernst dieses Stücks, die Intensität der Verinnerlichung und das Maß der Zuwendung zum klingenden Objekt und seinen Nachklang, die Aussperrung jeglichen Scherzandos würde selbst Brahms und späten Beethoven geradezu als frivol deklassieren. Zwar hat es weder Sonatensatzdramatik noch kontrapunktisch-dialogische Stimmführung, trotzdem wirkt die Abfolge der musikalischen Charakterspiele organisch und ihre Gegensätzlichkeit und Monotonie jeweils intendiert. Sie entfaltet Wichtigkeit. Nein, sagen wir mal, es ist ja eigentlich die Besetzung des 19. Jahrhunderts. Ne? Oder eine der kammermusikalischen Besetzungen, so muss man sagen. Ja? Und insofern ist das natürlich schon ein Rückbezug auf eine alte Musik. Und insofern ist es natürlich auch eine kompositorische Auseinandersetzung mit dem, was heißt denn eigentlich die Besetzung? Ich meine, die ist ja im Prinzip im Gegensatz zum Streichquartett ziemlich disparat. Ich habe die zwei verwandten Streichinstrumente, Violine und Violoncello, und das überhaupt nicht dazu passende Klavier und im Prinzip auch gar nicht zu integrierende Klavier. Also selbst wenn man sich die Klaviertrios von Schumann und von Beethoven oder von Haydn auch anhört, das ist ja immer so eine ganz eigenartige Mischung zwischen diesen beiden Gruppen, Streichinstrument und Tasteninstrument. Passt ja gar nicht. Bei aller Ruhe versetzen die dumpfen Dissonanzen des Klaviers und die hauchenden Nachtöne der Streicher den Hörer in Spannung. Die Aufmerksamkeit steigert sich im selben Maße, wie das Rätsel wächst. Dies muss das gewählte Material, so arm es ist, hergeben. Und daraufhin hat Reudenbach es intensiv abgeklopft. Die Klänge ziehen sich immer weiter zurück. Vermutlich ist dieser Stillstand das, was viele als Zweifel und Skepsis identifizieren. Ist die Musik im Standby? Was mich angeht, ich empfinde Sorge. Ist noch ein Puls zu ertasten? Oder werden die Leute stillhalten oder werden sie den Moment zerstören?
Man stelle sich den Konzertraum vor mit Menschen, in dem dies erklingt. Der Konzertraum wird verarmt. Das Nichts nimmt zu. Hören Sie nun Michael Reudenbachs gut 10-minütiges Trio, Studie für Klavier, Violine und Violoncello mit Friedemann Treiber Geige, Beverly Ellis Cello und Akiko Okabe Klavier.
Trio, Studie für Klavier, Geige und Cello von Michael Reudenbach. Was Reudenbachs Musik mit der Klassik gemeint zu haben scheint, ist, dass sie zu einer Art Durchführung drängt. Zu jenem Moment, wo sich die Musik aufs Glatteis begibt, sozusagen atonal im erweiterten Sinn wird, das Geländer loslässt und es riskant wird. Reudenbach jedenfalls bezieht seine Inspiration nicht primär aus der Physik der Klänge. Das Lauschen ist, trotz der wiederkehrenden Zumutung großer Leisheit, nicht sein Thema. Seine Musik spielt auch nicht Psychodramen nach. Trotzdem wirken ihre Irritationen wichtig. Es hat ja mal Zeiten gegeben, in denen Musik explizit politisch konnotiert war oder sie aus Anlässen wie eines tatsächlichen oder erwünschten Aufstands herausgeschrieben wurde. Die besten Werke daraus sind über ihren Anlass hinausgewachsen und universeller Ausdruck geworden. Aber Reudenbach weist die Vermutung exakt geplanter Wirkungen von sich. Ja, ich sag ja, in neuester Zeit überlege ich, also sagen wir mal so, dass ich Musik als Musik in einem emphatischen Sinne begreife. Ja? Das war für mich auch mal sehr, sehr wichtig. Das, was mich im Moment so umtreibt, das ist schon aber auch die Frage nach dieser gesellschaftlichen Relevanz. Ja? Und ob diese gesellschaftliche Relevanz dann nur quasi zu erlangen ist, indem ich der Gesellschaft aufs Maul schaue, oder ob das auch anders passieren kann, da habe ich im Moment keine Antworten drauf. Also ich könnte natürlich ganz allgemein sagen, indem ich eben nicht aufs Maul schaue, habe ich schon diese gesellschaftliche Relevanz. Aber das ist natürlich viel, viel zu einfach. Nämlich offensichtlich sagt die Mehrheit, ja, es interessiert mich gar nicht. Also bleibt mir gestohlen mit dem, was du da machst. Ne? Und dann tendiert die Relevanz natürlich wieder gen Null. Gesellschaftlich relevant könnte sein, was die Gesellschaft spaltet durch Parteilichkeit oder indem man Vereinheitlichung erstrebt durch Utopien oder, und das scheint mir am ehesten, was Reudenbach macht, die Emanzipation des Individuums durch Herausforderung der eigenen Wahrnehmung. Sagen wir mal, wenn es die Freiheit des Einzelnen ermöglicht, dann wäre mir der Gedanke sehr, sehr nahe. Ja? Seine allermeisten Werke sind Kammermusik. Werke, wie wir gehört haben, von großer Intimität und Privatheit. Das große Forum des Orchesters verlangt er eher selten. Es gibt ein Orchesterstück mit einer schwierigen Entstehungsgeschichte. Und in dem Orchesterstück verschwindet eigentlich das Orchester. Und da ist die Geschichte eigentlich die, also das Stück heißt Abdruck. Auch wenn das Orchester eigentlich permanent spielt, wird dieser Klang auch kontinuierlich gestört von 5 Sprechern, die die berühmte Mauerpassage von Rilke sprechen, wo es um Abdruck geht. Und ab einem ganz bestimmten Punkt hört diese Störung auf und dann bleibt vom Orchester nur noch 3 kleine Trommeln über. So ganz eigenartig. Und dann wird die Musik, obwohl sie nur aus 3 kleinen Trömmelchen besteht, ganz, ganz groß. Die Sprecher flüstern sich kontinuierlich durch den Stream of Consciousness in einem Kapitel in Rainer Maria Rilkes »Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge«, ein Text, der Reudenbachs Musik in Bildern zu spiegeln scheint, und es dauert, bis das Orchester asynchron seine eigenen Assoziationswege betritt. Häuser? Aber um genau zu sein, es waren Häuser, die nicht mehr da waren, Häuser, die man abgebrochen hatte von oben bis unten. Was da war, das waren die anderen Häuser, die daneben gestanden hatten, hohe Nachbarhäuser. Offenbar waren sie in Gefahr, umzufallen, seit man nebenan alles weggenommen hatte, denn ein ganzes Gerüst von langen geteerten Mastbäumen.
Thank you.